Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Was für ein Krach hier auf einmal. Ja, wir haben letztes Mal hier mitten im Dialog gespeichert. Das hätten wir nicht machen sollen. Ich sehe gerade, als wir jetzt hier heute neu angefangen haben, dass dann das hier so irgendwie komisch aussieht. Und er hopst hier immer rauf und runter. Also hier stand mal, da. Wir sollen 100 Gold, Zoll quasi geben, ne? Wir haben uns als Absolute ausgegeben hier bei den Bürgern. Oh, ich muss das mal ganz kurz hier beenden, beziehungsweise gleich. Weil die Bürger, die wir auf der anderen Seite gesehen haben, die waren ja Diener der Absoluten. Aber die hier in der Bürgerschmiede oder was das hier ist, die hier nicht. Die sind frei von der Absoluten und die mögen die Absolute auch nicht so richtig gerne. Denn die anderen da drüben, die dazugehören, die haben anscheinend großes Chaos ausgelöst hier. Die sind nicht so willkommen. Aber jetzt haben wir das gewählt, jetzt müssen wir es auch durchziehen, ne? Und weil wir hier absoluten Typen sind hier, wollen die jetzt von uns 100 Gold haben. Das dürfen wir natürlich nicht machen, weil wir müssen jetzt hier Stärke beweisen, ne? Wenn wir hier einknicken bei den Bürgern, dann haben wir verloren, glaube ich. Deswegen machen wir eine rabiate Antwort hier. Niemals geben wir irgendwas ab, ne? Da holen wir dich lieber euren Kopf. Unclog your hole. Just shitting around. Okay. But I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. Okay. Oh. Siehst du, wir hätten einfach den Dialog zu Ende machen sollen, dann hätten wir auch vernünftig speichern können. Wie auch immer, wissen wir fürs nächste Mal Bescheid, nicht mehr innerhalb der Dialoge speichern. Ich habe nämlich gedacht, wenn wir jetzt die Antwort geben, dann bricht hier vielleicht sofort ein Kampf aus. Und den wollte ich mir dann fürs nächste Mal aufsparen. Naja, warum hat dieser Zombie eigentlich so einen komischen lila Punkt hier? Was heißt das? Naja, wie auch immer. Okay, also. Okay, die sind hier nicht begeistert von uns. Was? Okay. Die mögen uns nicht. Und ich glaube, die sind ziemlich heftig drauf. Die haben Sklaven und so weiter. Oh, hier ist ein Punkt. Geil. Da sind wir jetzt. Wunderbar. Gut. Oh, you'd be killing history itself. This again? Yes, this again. Ja, ich würde sagen, wir fangen unten an, wa? Gehen wir erstmal hier hin. Da ist einer. Der holt direkt seine Kanone raus hier. Don't like strangers here. But Absolute must have took you in. Draw? Wo hängen denn hier Draw? Was hast du in der Tasche? Fischkopf. Okay. Caught him sniffing around. Easy marks. Had the stench of the toplands. Hung them here as a warning. Ain't no one drugs with Clan Flameshade. Clan Flameshade, okay. Ich sehe immer noch keinen Draw, aber egal. Wo wieder hängt er hier? Who else? Du warst das. My spiders sussed him out of hiding. Then near taught him a thing or two, and I let him fly. Deine Spinnen. Oh, da. Der Drow. Können wir noch mit? Ja. Ich sehe hier nur so ein paar Drow auf dem Boden, aber aufgehangen sehe ich hier gar keinen. Krisk, krisk. Okay. Was macht ihr hier?
Speak true, brothers. You know it in your hearts. You know it in your very souls. Die Diskussion hier, okay? We need no Lolf. No Spider Queen. Father Mirmuth is the head of Clan Lur. He hatched us, raised us, feeds us. What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. We should be with the Spider Queen, revered, adored. Herausfinden, wie diese Meuterei endet. Naja, wenn die drei das nicht wollen und sie schon, dann wird die Meuterei wahrscheinlich so enden, dass sie das dann nicht machen. Was weiß ich denn so über die Spinnenkönigin, Lolf? Bitte. Ich weiß genug auf jeden Fall, okay. You've read that harming spiders is illegal among Lolth's faithful, and often punishable by death. Father Mirmuth is our past. Lolth is our future. These spiders are loyal to the local Dwergar. In the event of a fight, they will join the fray against you. Mm-hmm. With slavering enthusiasm. Ja, wäre also gut, wenn die gehen, wa? Sicher wisst ihr, dass Spinnen bei Lolf verehrt werden und es ist ein schweres Verbrechen, einer Spinne was anzutun. Santa, is it so? I've heard the very same. Come, brothers, follow me into her hairy embrace. Her embrace? We're ready. We follow. Yes. Now, brothers, our new dawn awaits. Huch. Ja, denn? Weg mit dir, genau. Gut. Ja. Was immer hier auch passiert, die werden sich dann nicht mehr einmischen. Oh, er läuft uns die ganze Zeit hinterher hier, ne? Man kann sich hier nichts angucken. Wir könnten ihn aber auch mal schnell ausschalten, oder? Was ist hier los? Das ist ein Gnom. Hey, Stickshit! Da kommen sie direkt wieder angetobt, ne? Another Stickshit! Pisspot! You flirt! Now jump to it! Or it's up to the lift, straight to the shadows! If I was that slave, I'd be tempted to add a dash of something poisonous to their drinks. True soul, yeah? Poison in your drinks? Interessante Idee. Wie geht das? Was hast du in der Tasche? Magmas Bericht. Ein Humpen. Wo kriegt man solche Gefangenen her? You just take one. They're swarming the place. They'll squirm a bit. Maybe give you some lip. All it takes is a stiff crop to get them in line. Mhm. Ihr seid ein ganz schöner Aufschneider. Respektiere ich. Nee, den respektiere ich nicht. Wir unterbrechen hey, das. Stickshit, where's my drink? Coming right up, pisspot. Stickshit talks like smug and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Okay. Und du so? Piss off! Alter. Wenn ich das jetzt sage, kriegen die anderen das mit? Oh. Wenn du das da reintun würdest, ne?
Ich sag das mal. Ich hoffe, die anderen hören das nicht. My side? I heard the piss pop. You're a true soul. Same as Nier. So like I said. Nier ist auch einer, okay. Ja, der Nier war doch der da drüben, ne? Tulla schickt mich, um euch zu retten. Alles klar. Fuller was mad as a rat in badger, but she weren't a friend of any true soul. What about piss off, do you? Hold on. You aren't just talking shit, are you? Mensch. Keep it low. Don't let them hear you. Ja, du bist die ganze Zeit am rumschreien, nicht ich. In the hottest hells would a true soul be helping me? Oh Gott, du bist aber auch ein ganz schneller, ne? Ich bin keine true soul, meine Fresse, ne? Fine. Let's say I believe you. You want to kill these peckers? I'm not complaining. But you better finish the job, because I'll be the one to suffer if you don't. Ain't you hearing me, prickhole? Piss off to every last hell. Okay. Er bleibt aber gut in seiner Rolle hier. Finde ich ja gut. Hilfe? Wo musst du hin? Du hast irgendwas. Das rennt mir euch die ganze Zeit hinterher. Ach, Mann, ey. Was macht diese Kreatur hier? So, irgendeiner hat doch was von Gift erzählt hier. Stinking snitch. No one drugs with Clan Flameshade. 10 Tage beständig mal. Moment. Hier nicht. Ist das bei den normalen Dialogen? Ich weiß, dass Schattenherz was gesagt hat. So. Anstelle dieses Sklaven wäre ich versucht, ihnen eine Prise Gift ins Getränk zu mischen. Ja. Aber wie? Das Problem ist, dass die alle zuschauen, ne? Was ist denn da los? Guck mir mal hinterher, ne? Hey, you wouldn't survive a 10-day on your own. 10-day. Consistent. I'll give you that. Kommt der nächste an. Okay, was bist du für einer? Unless you're here to kick some stiffs lakeside, I suggest you bugger off. Okay, ihr seid einfach nur Assis, ne? Ihr seid einfach nur Assis. Ich dachte im ersten Moment, vielleicht seid ihr auch alle unterwandert von der absoluten, aber ihr seid von Natur aus einfach nur Assis. Ich hoffe, ihr durchsucht sie zuerst. Abstößend, ihr habt die getötet, wäre eine schlechte Antwort. Ja? You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. 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 Okay. Wahrnehmung. Ja, Versuch. Versuchen Sie. Das reicht. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Aha. Naja, ich bin recht geschickt, ne?
Versuchen wir es mal. Eine 20! Ach du Scheiße. Nee. Habe ich noch einen Versuch? Ich habe noch zwei. Was hast du da in der Tasche, Mann? Wenn man sie braucht, ne? Wenn man es braucht. Jetzt zeig's doch noch offen. Sag mal. Zeig das. You're starting to get on my nerves. Nerves. Alter. Fetisch von Galaduran Gladhand. What? Und wo ist der? Wo ist dieser Fetisch? Hä? Den habe ich nicht gesehen. Was ist denn das? Oh, das ist ein Ring. Der macht unsichtbar. Das ist cool. Den, glaube ich, geben wir dir, ne? Was? Ich wollte sagen, wieso hast du jetzt zwei davon? Nee. Wieso liegt der jetzt da? Hier ist überhaupt nichts. Ich sehe gerade, ach, das ist schon wieder dieser Scheiß hier, wo nichts im Inventar zu sehen ist. Alles klar. Step quick. Wartet mal. Coming up, Schultz. I'm afraid. pass auf, stell doch mal alle hier hin. Alle. Well, hello. Hello. Okay. Das ist eine Aktion. 10 Züge. Ich will die. Guck mal, das ist nämlich hier, dieses Fass hier hat nämlich. Ich habe da nämlich eine Idee. Vielleicht kann man da wirklich Gift reinmachen, aber ich weiß nicht wie. Komm her. Das sollte doch jetzt keiner sehen, oder? Ja, pass auf. Warte mal. Ach, wo ist das? Wir nehmen das hier. So. Tu das da rein. Geht das? Ja. Ja. Das geht. Vergiftetes Bier. Mal sehen, was jetzt passiert. Kannst du dich wieder unsichtbar machen? Nee, kannst du nicht. Ich weiß nicht wie. Ist sowieso gleich vorbei. Stell dich mir irgendwo hin, wo du nicht gesehen wirst. So. Lange Rast. Naja, immerhin. Jetzt bin ich mal gespannt. Still alive. So that's progress. Wo rennt er denn jetzt hin? Was macht er denn da? Wenn ich dich jetzt wieder anspreche hier. Hello? They. Wer?
Nee, das warst du ja auch gar nicht. Du warst das. Wenn ich dich anspreche. I'm not sharing. Alcohol. An odd vice for Dwegar. Prone to triggering ancestral memories of brutal illicit enslavement. Ihr solltet nicht trinken, das ist nicht gut für euch. Geht doch nicht zu der Bier, oder? For shit's sake! I'll drink to forget the past! Ach so. Through the Dwegar's ears, you hear the sizzle of burning flesh and the screams of tortured young. Old pain felt anew. Shit! Beat it! True hole, before I start beating you! Trinkst du jetzt oder nicht? Verdammter Scheiß! Kann man nicht angehen. Nochmal. Thought I told you to move. Scheiße. Was bringt es mir, wenn ich das hier vergifte? Der Gnom. Wo ist der Gnom? Schnallst du das jetzt endlich? Oh Gott, ey. Wie mache ich das? Muss ich selber was zapfen? Wie mache ich das? Was immer das auch heißt. Jetzt habe ich da extra Gift reingetan. You still hanging around? Okay, mit denen ist nichts mehr. Mit denen kann ich nichts mehr machen. Was ist denn, wenn ich dir den Bierhumpen wegnehme? Bringt ja auch nichts, ne? Schande. Was ist, wenn wir einfach gehen? Oh, wir gehen jetzt einfach hier hin. Holt er jetzt vielleicht wieder Bier? So, jetzt marschiert er da wieder hoch. Sorry, aber ich muss mir das echt mal jetzt hier, ich muss mal gucken, was passiert. Jetzt stehen sie da nur rum. Los, schickst du ihm das Bier holen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach nur Scheiße. Dann lassen wir das jetzt. Wir gehen jetzt hier hoch. Da darf ich ran. Jetzt ist er da unten hingelatscht. Oh, jetzt. Jetzt ist er da rangegangen. Und? Du auch? Ja, komm, du auch. Ja, ah, sehr schön. Nick Dick's prick!
They're dead! Poison. Had to be. Shit! You did it! Yeah. What now? Ja, weiß ich auch nicht. Nehmt den kurzen Weg zur Oberfläche. Sucht euch ein Versteck. Oberfläche will er ja auch nicht hin. Er soll jetzt zu den anderen hin, oder? Findet es selbst raus. Sucht euch eben. Wartet, bis die Dinge sich beruhigt haben. Nee, dann bleibt er ja Skalave. Hau ab. Shit. Up there. Forget it. No? I hear the land's cursed, clear to moonrise. Okay, puh, der ja, dann nicht. Geht, wohin ihr wollt, ich habe genug für euch getan, ey. Sucht euch ein Versteck und wartet, bis die Dinge sich beruhigt haben. Der Fluch ist gebrochen? Was für ein Fluch denn überhaupt? Das Land soll bis Mondaufgang verdammt. Ach so, ja, meine Güte, nee. Einschüchtern, überzeugen. Ist der Fluch denn gebrochen? Das Land soll bis Mondaufgang verdammt sein. Sucht euch ein Versteck und wartet, bis die Dinge sich beruhigt haben. I know a place. Cross the lake. Should be safe. Ja, dann. Won't be needing this poison, now that you've off the pricks. Bet you'll find it handy, though. You're a good one. I won't forget it. Okay. Du Idiot, du hast die ganze Zeit selber Gift in der Tasche. Rennst hier jeden Tag von morgen bis abends ungesehen zu dem Fass dahin. Jetzt darf ich da auf einmal ran. What's in here? Und bist nie auf die Idee gekommen, da was reinzutun, wa? Gott, ey. Super Fisch. Hier ist überall Fisch drin, nehme ich an. Aber das ist mal was, eine willkommene Abwechslung. Sonst haben wir immer nur Schweinelenden. Was mache ich mit euch? Da liegt ein... Ach Gott, oh Gott. Warum liegst du so abseits? Weil er dich da hingetreten hat, alles klar. Was mache ich mit euch? Gibt es hier irgendwas Besonderes? Oh, da ist eine Truhe. Da würde ich schon gerne mal hingehen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich da nicht hin darf, aber ich mache es trotzdem. Weil wir sind hier so abgeschieden. Okay. Hier würden wir sogar kämpfen können, ohne dass es jemand merkt. Hier ist eine Tür. Die ist aber zu. Achso, hier ist nass übrigens. Hier würde das gehen mit diesen ganzen Blitzdingern. Okay. Wo geht's hier hin? Oh oh. Ach du Scheiße, was ist das? Looks empty. Kanalisation? Ich will nicht alles. Ach Gott, ja doch. Nimm mit, was soll's. Gut. Gut. Sonst nichts, nur der Schalter. Ne, warte mal, hier ist auch noch was. Eingestürzter Torbogen. Knopf. Ja. Was hat das hier mit dem Torbogen auf sich? I'm way too big. Something over there. Wenn ich den Schalter nicht finde, die Tür nicht aufmache, könnte ich hier als kleines Tier durchkrabbeln, ne? Okay. Ah ja, siehst du, genau. Boah, ey, das ist aber euch die Kamera, ne? Die, warte mal. Oh. Oh, gut. So. Müssen wir so machen. Guck mal da rein. Ein bisschen Gold.
Jetzt nicht das Geilste, aber gibt's denn sonst noch was? Nein, was ist hier? Aufzug? Ja. Komm mal wieder raus. So. Okay. Wir gehen jetzt mal weiter. Den Gnomen haben wir geholfen. Gibt es ja eigentlich irgendwelche Quests wahrscheinlich? Das sind wir bei. Wir haben die Dürger in den Ruinen einer verlassenen Siedlung gefunden. Wir haben den Souverän zugesagt, die Dürger. Ja, ja. Mhm. Die vermissten Stiefel. Ja, ja. Wir sollen die Dürgerkommandantin die Stiefel zurückbringen. Erinnerte uns daran, die Stiefel. Ja, ja. Mhm, mhm. Rette die Gnome. Gnome Tula von Alten will, dass wir ihre Leute helfen. Davon, die von. Ja. Einen haben wir. Heile den Vergift. Achso. Das war das andere. Gut. Was hast du gesagt? Whoever built it, they let it rot for ages. Was macht eine Bilde? Ja, es kommt schon wieder der nächste angetobt hier, okay. Was ist das? Okay. Ach, wie so ein Kapuzenmännchen hier. Na, wer bist du? I can't focus with you breathing so close. Aha. Steinmetz. If you aren't here to inspect the stonework, then get lost. And if you are, well, I doubt you've got anything useful to say. Und du? How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes, and I doubt I'll find fresher. Was willst du? Was machst du hier? Peering into cracks and crevices in hope to find history's morsels. Aha. I have come up regrettably short. I hope you might see truths where I cannot. Okay. Er hat schon ein bisschen mehr in der Tasche hier. Tödliches Phantom. Plage eine Kreatur mit Illusionen ihrer größten Ängste. Sie erleidet psychischen Schaden pro Zug, kann sich nicht bewegen und ist einfach nicht einfach zu treffen. Verwandlung. Verwandle eine Kreatur in ein Schaf. Schön, das kennen wir doch aus anderen Spielen, ne? Blitz. Gasförmige Gestalt. Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden. Ja. Infernale Legierung. Interessant. Federfall. Wir sollten mal den Gedankenlesentrank wieder anmachen, anziehen, hier antrinken, also Dingens machen. Geh mal her. Ganz wichtig, würde ich sagen. Was soll ich mir an... Wir gehen mal kurz hier raus. Wir trinken jetzt erstmal. Ganz wichtig, dass wir sowas trinken. So, jetzt können wir das nochmal machen. Du warst das. Please, a quick look, if you don't mind. Was soll ich mir anschauen? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see.
And be thorough. Du bist ganz schön freundlich. Wahrnehmung, siehst du? Oh, Geschichte kenne ich mich aber auch gut. Ne, kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Nachforschung auch nicht. Okay. Gucken wir mal nach Kuriositäten. Knapp, aber reicht. Several glassy stones stand out in the debris. Ja. Their borders are coated with tiny yellow crystals. Okay. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Oh. Okay. Ich versuche das auch noch mal. Das geht auch gut, ja. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Mhm. Anything standing out? Warte doch mal. Das versuchen wir auch noch mal. Alter, ich bin so gut. Sie ist die wahre Architektin, Archäologin und Aufmerksamkeits... Expertin in einem hier. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. What do you think? Yeah. Incredible. An entire history risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city. Hewn from the stone by disciples of Shah, later abandoned. Von Shah habe ich nichts gesagt, aber egal. Centuries later, a new tribe revives it. Fresh walls, fresh sculptures. Until a great hell beast charges through, toppling the walls and crushing the people. So ungefähr. That explains the infernal plate I found. Perhaps you might have use of it. Danke. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Du bist erstaunlich freundlich. Was hast du noch mal gehabt? Die Legierung habe ich gekriegt. Gut. Ich hätte gern die drei noch. Fallen. Boah, Alter. Fallendingens ist immer gut. Christoph für den Fisch und das und hier. Sowas und sowas. Sowas, sowas. Hier, die kriegst du auch noch. Den und den. Und den. Alles, was brennt, kriegst du nicht. Na ja, komm, Vorratspaket haben wir auch noch mehr als genug. So, jetzt haben wir das Ganze schon mal um 100 runtergedrückt. Das ist gut. So. Danke. Ja, jetzt kommst du auch. Ist so, ne? Was das? Come into her shadow. Let all that is past be forgotten. Na gut, ja. Hätten wir das gelesen, dann wüssten wir jetzt auch, dass es um Shah geht.
Darf ich mal kurz an die Kiste ran hier? Danke. Das Gold glänzt sogar noch. Das muss ja ein besonderes Gold sein. Ne? Jetzt machen die so ein Theater hier. Ich will hier nur durch. Okay. Ich werde versuchen, dich nicht zu töten. Hallo. Tired. Sleep. Oh. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Catherick Thorm. Catherick Thorm, a familiar name. Ja. Halsin mentioned his strong. Ist das die Festung hier? Versteht der Ochse das, wenn ich ihm das sage? Mighty elf. Ja. Cloaked in darkness. Ja. 10 masters ago and 10 more. But I remember. Du bist aber alt. There was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the hell beast that broke them. The Catherick Thorm's name faded into stone until the Nier came. Unfassbar, was der alte Ochse so weiß. Ja, beeindruckendes Gedächtnis. I outlived my mother and her mother's mother and many mothers beyond. Ja, okay. Blessed to see many live. Cursed to see many die. Was für ein Höllentier hat da die Armee vernichtet? I saw tusks and flesh. Ja. Smelled fire and eggs. Eier? It came with the masked men, crashing and smashing. Das sagt mir nix. Zähne und Fleisch. Ja, ich hätte Karlak. Wenn ich jetzt Karlak hier hätte, die würde das vielleicht wissen. Zähne und Fleisch. Brand und Eier. Maskenmänner. Tja. Das ist ganz schön lange her. Was hat denn Nier mit Catherick zu tun? I know not, so I say not. Oh. Yet I hear his name again, said by the shadows. Okay. Dankeschön. Das war, das war die, also abgesehen von den Spinnen hier, war das die intensivste Unterhaltung, die ich je mit einer Kuh gehalten habe. Also die Tiere hier scheinen alle einen äußerst großen Intellekt zu haben. Auch die Spinnen haben eine sehr interessante Diskussion geführt. Was ist mit dir? Schläfst du? Oh, those two still talking. Ja, ist ermüdend, ne? Ich bin auch schon ganz müde von der ganzen Getorke hier. Was war das hier? Wieso kommt hier was vom Himmel geflogen? Ja, nehmen wir mit. Was ist das? Ach, da ist das gleiche nochmal drin. Das ist ja krass, okay. Puh, Kohl? Ja, Kohl nehmen wir auch mit. So. Donnerwetter, hier liegen Tote rum. Was seid ihr denn für welche? Ach, dass man die. Seid ihr die Maskenmänner? Du bist ein Untoter, du bist kein Toter.
Das sind Justiziar an... Ach du Schande. Ich dachte, das ist 100.000 Jahre her. Okay. Das gibt dir aber nichts, wenn du dir das anziehst, ne? Ich nehme mal so ein Ding mit. Die sieht schon besser aus, okay. Antwort der Nachtsängerin bewirkt 1-4 nekrotischer Schaden bei Angriffen, bei Angreifern, die den Träger mit Nahkampf angreifen. Aha, aha. 13 ist aber ein bisschen ätzend. Ein Tagebuch. As you look at the skeletons, you realize they are all clad in the same dark. Ja, das haben wir doch gerade schon festgestellt. Dark Justicia uniforms. These were Shah worshippers. The same as me. Nicht die gleichen wie du. Die waren besser. Schar, Jünger. Besser tot als lebendig. Ihre Mörder haben sich mit einer mächtigen Göttin angelegt. Powerful enough to take her own revenge, I'm sure. No need for us to get involved. Okay. Du hast gar keinen Bock da drauf, ne? Ich sehe das schon. Wir nehmen die Rüstung mit, aber auch nur die. Hat so eine Rüstung bei dir irgendeine besondere Funktion? Wo ist sie denn? Jetzt sind wir gerade die strahlenden und gleißenden Sachen gerade wieder angezogen. Ja. Solange er von Schatten verschleiert ist auch, okay. Dafür müssen wir erstmal noch Schatten um uns rum machen. Ja. Wie viel? Ja, ich hab genug, ne? I must keep going. Wir gucken uns den hier auch nochmal an. Perle. Mhm. Die Rüstungen sind vielleicht was wert. Oh, wer ist er denn da? Der Herdenmeister irgendwas. Aha. Komm mal da hoch. Okay. Recht abgeschieden hier, nicht wahr? Hier könnte man eventuell. You grab a cane and whip these drugnin beasts into shape. That rubble needs clearing. And my patience is hanging on by an arse whisker. Mhm. Mach deine Drecksarbeit. Warte mal erstmal. Was ist das? Mhm. Adamant. Interessant, das suchen wir doch. Mach deine Drecksarbeit alleine. Don't think I won't thrash you harder than the Roth, eh? Something spooks the dumb shits. So stop your jawing and get to working. Was liegt denn da hinter den Trümmern? You got no need to know and I got no need to tell. So get to caning or to leaving. Kriegst du es hin? Forsch mal nach, bitte. Boah, Alter. A slight glint catches your eye. Da freut sie sich. Ja, was heißt denn das?
Okay. Da freut sie sich, der. Ja. Adamant. Adamantine. Go on then. Light a fire under the buggers. My cane for an axe. All right. What now? Es wäre richtig cool, wenn ihr zwei Viecher das schaffen würdet, die da runterzuschmeißen. I should speak up. No more. No more pain, no more work. All must die. Schlagen ist nicht so gut, pass auf. Du wurdest geboren, um zu dienen. Das könnte was werden. Komm. Greif deine Herren an. Oh nein! Oh Gott, ich hab noch einen. Gut. Nochmal. Hör mir gut zu. Greif deine Herren an. Puh. Oh Gott, das war knapp. Weißt du, der alte Ochse da drüben, der kann ganze Poeme schreiben hier und du? Yes. Ja. They made the pain. Now they feed. Du Schande, nee. Okay, pass auf, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn ich dich schubsen will, mach es. Weg mit dir. Der fällt eine Weile. Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Schlagen zu. Und schlagen nochmal zu. Hat nicht allzu viel gedingst. Okay. Verängstigt. Eieiei. Bei den Göttern, das tut weh. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst dich jetzt heilen, das nutzt nichts. Erstmal beißt du zu. Jetzt holst du dein scheiß Schwert raus und machst Charisma, Intelligenz, weil, ja. Mach sowas bitte. Das ist ein Berserker. Ja. Du? Hat sie nicht geschafft? Das ist ja gar nicht Lesel, das ist ja jetzt erst. Okay. Hör auf, dann. Ach ne, er ist außerhalb. Warte auf, dann kommst du noch ein Stück zurück. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. So. Du aber jetzt, bitte. Ist nicht dein Ernst, ne? Es ist ja nicht dein Ernst, ey. Nochmal.
Jetzt du. Nice. Kriechendes Nagen. Mhm. Nein. Du schubst die jetzt da runter. Das ist eigentlich dein Ernst, ey. Boah, Alter. Fass es nicht. Nochmal. Renn mal weg da. So. Du gehst jetzt ihm hier helfen. Very well. Donnerwetter. Okay. Die hauen zu, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Ist ja gut. Schrei nicht so rum. Gut, ja, mach es. Und jetzt gehst du. Schubst ihn mal weg da. Kriegst nicht hin. Gut. Jetzt streng dich an, Mann. Oh Gott, ey. Das ist doch alles nicht wahr, Mann. Wie kann man nur so oft daneben hauen? Gut, ey. Meine Fresse. Heb ihn auf, bitte. Klappt nicht. Na gut. Klappt auch nicht. Gut. Wer ist dran? Ich. Wanken. Stockschlag. Stockschlag. Hat nicht geklappt? Weg mit dir. So. Oh, wow. Ey! Du hebst ihn jetzt hier auf. Oh Gott, ey. Heiligtum auf ihn. Damit du nicht geschlagen wirst. So. Und jetzt. Hol deinen Bogen raus. Geht wieder nicht, ey. Mann, ey. Du kannst den Bogen jetzt nicht rausholen. Kann er nicht. Naja, wie auch immer. Geht alles nicht, bleibt einfach da stehen. Schrei nicht so. So. Was ist das? Ein Rohrstock. Okay. Das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, scheiß drauf. Vielleicht ist das ja irgendwas wert. Ich wollte sagen, die anderen haben wir alle runtergeschmissen, ne? Grey One's gone. Good. We'll stay here until it's safe to leave. Kannst du durch das Geröll? For killing Grey Ones. Yes, I will do this. Das ist ja geil. Dankeschön. Grey One's gone. Good. We'll
stay here until it's safe. Toll! Wir müssen rasten. Und wir müssen beenden. Ja, das ist ganz schön aufregend hier. Also, wir haben da unten den Assi da, den haben wir vergiftet. Ein Gnom haben wir gerettet. Dann haben wir... Genau, dann haben wir diesen Ring dort aus den Leichen rausgefingert. Das ist auch sehr gut gelaufen. Die beiden da unten leben aber noch. Die könnten wir uns auch nochmal schnappen. Die sind ja auch recht abgeschieden. Dann haben wir diesen Steinmetz, der erstaunlich freundlich war. Dem haben wir geholfen und haben festgestellt, dass diese Burg hier, das ist die Burg, von der Halsin gesprochen hat. Mit den Scharjüngern. Wir haben auch ein paar Justiziare gefunden, ein paar Tote. Und die wurden von den Höllenarmeen anscheinend angegriffen und überrollt. Irgendeine Höllenbestie ist hier durchgetobt, die nach Eiern und nach Braten gerochen hat. Was auch immer das heißen mag. Tja, und jetzt sind wir hier. Haben den Ochsen geholfen und mit etwas Glück ist das die Adamantit-Schmiede, von der der komische Irre Draw gesprochen hat. Es ist furchtbar interessant. Und wir stellen fest, dass wir hier im Kampf nicht gut ausschauen. Wir müssen uns echt was einfallen lassen. Wir müssen stärker werden. Unsere Mönchin muss stärker werden. Die Angriffe mit den Kampfstäben sind mittlerweile echt nicht gut. Aber ohne ist es noch viel schlimmer. Ja. Wir werden sehen. Vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.